Heute werden große Stahlgerüste, insgesamt 110 Tonnen Stahl, unter die Weidenhäuserbrücke vorsichtig drunter geschoben, sind obendrauf montiert worden und werden jetzt unten drunter geschoben, um während der Bauarbeiten die Brücke zu tragen, damit uns nicht der Sandsteinbogen, der zur Tragkonstruktion gehört, zwischendrin zusammenbricht. Das ist ein ganz faszinierender und spannender Anblick. Die Brücke ist schon weitgehend trockengelegt am ersten Durchgang mit riesigen Sandsäcken. Man sieht, wie das Wasser rausgepumpt wird. Ja, das, was wir heute sehen auf dieser Seite, wird auch auf der anderen Seite der Brücke noch vollzogen werden. Das heißt, auch da werden Traggerüste eingezogen und dann auch auf dem mittleren Teil. Das Ganze ist wieder verbunden damit, dass die Wasserhaltung installiert werden muss. Und die Steinmetze werden auch in den nächsten Wochen weiterarbeiten, um die weiteren Sandsteine entsprechend herauszunehmen, damit auch die restauriert werden können.